Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Wir sind gerade fast erfroren. Ich habe das Spiel schon mal gestartet, meine Aufnahmeeinstellung noch kurz gecheckt. Auf einmal gucke ich und sehe, wie wir immer weniger Leben haben. Deswegen habe ich jetzt mal ganz schnell einen neuen Trank reingepfeffert. Und dann können wir hier auch schon weitermachen. So, wir wollten eigentlich ein Portal bauen letzte Folge. Ich war natürlich so schlau, habe die 10 Holz vergessen für die Werkbank. Und da wir auch keine Axt dabei haben, ich glaube, so eine normale Tanne kriegen wir nicht kaputt, ne? Nee, keine Chance. Wenn, dann bloß Sträucher. Aber Sträucher finden wir, glaube ich, nicht hier im Gebirge. Zumindest habe ich noch keine gesehen. Naja, alles halb so wild. Dann würde ich sagen, wir erkunden jetzt einfach mal noch ein bisschen Gebirge. Rein theoretisch könnten wir auch noch ein bisschen Silber abbauen hier vorne. Dann haben wir 2 Drachen. Noch relativ wenig Leben. Muss ein bisschen aufpassen. Hat er mich jetzt schon gesehen? Ui, geil. Den haben wir gut getroffen. Wir halten halt wirklich verdammt wenig aus, ne? So, ich wollte nicht mehr ganz so wenig Ausdauer als Restbestand haben, wenn wir hier rumlaufen. Ich muss da echt immer mal dran denken. Ich vergesse das ganz oft. Ah, das war dumm. Ich wollte den Pfeil eigentlich abbrechen. Aber hab's ein bisschen verkackt. Wo bist du hin? Da bist du, Drache. Und bam. Hier haben wir noch ein Drachenei. Sagen wir, wie viel Glück kann man denn haben? Also entweder täusche ich mich, was ich da damals gelesen habe, dass die voll selten sind und man übelst lange gucken muss. Aber ich bin mir eigentlich echt sicher, dass ich das gelesen habe. Und dass es da auch keine richtige Anleitung zu gibt, wie man die findet, weil die halt immer bei jeder Map woanders sind. Jetzt haben wir schon Drachenei Nummer 2. Was liegt hier noch rum? Kann man das noch abbauen? Kriegen wir nicht mehr weg. Verdammt. Das ist schlecht. Dann müssen wir erstmal irgendwas wegwerfen. 4 Stein. Mann, ich möchte nichts anderes wegwerfen. Verdammt. Ich lasse es hier auch definitiv nicht liegen. Müssen wir das Edelholz vielleicht nicht alles? Wie viel müssen wir denn wegschmeißen? 10 Stück ungefähr und dann markieren wir uns das hier mal. Dass hier noch Edelholz liegt. Edelholz und 1 Million Ausrufezeichen. Dass ich das ja nicht vergesse. Super, jetzt müssen wir schon wieder nach Hause. Verdammt. Ist denn hier eine kleine Hütte? Ach du Scheiße. Nein, kein Golem. Aber wir können es jetzt mal probieren mit Hacke. So, mal gucken, wie viel das abzieht. Ah, gut, okay, aber... Aua. Wenn ihr mich fragt, ist das nicht unbedingt sehr viel geiler. Ich mach mal kurz Knochenwanz an, dann haben wir es etwas einfacher gegen den Guten. Hier, komm. Ja, ganz ehrlich. Nee. Da sind wir mit dem Streitkolben um einiges schneller. Die wird wahrscheinlich Stufe 1 sein, unsere Spitzhacke. Also klar. Oh nein, jetzt nicht noch so ein Vieh. Und vor allem nicht, wenn wir alle... Hat der uns schon gesehen? Ah. Jetzt hat er uns gesehen, glaube ich. Nicht, wenn wir ein Drachenei einstecken haben. Sterben möchte ich so oder so nicht. Ah, der greift den Golem an. Perfekt. Eigentlich unser Moment, um abzuhauen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. Ich habe gar keinen Bock, jetzt hier zu sterben. Wir haben nämlich dann... Gut, ich glaube, ich habe 1, 2 Mets in der Truhe gelassen. Aber dann kommen wir hier wieder mit Kupferrüstung hoch, direkt an so einem Golem dran. Nee, nee, gar keinen Bock, ehrlich nicht. Dann, ich glaube, vollkommen falsch. Dann lasst uns erstmal verschwinden. Wir packen das Drachenei in die Kiste. Dass das sicher ist, weil dann brauchen wir tatsächlich nur noch 1. Oh, ich glaube, hier kommen Wölfe. Lang zumindest gerade so. Oder vielleicht auch nicht. Das ist eine kleine Krautzwergenarmee. Die interessiert mich herzlich wenig. Oh, ich würde sagen, wir laufen mal ein bisschen durch den dunklen Wald, nicht unbedingt durchs Gebirge. Ja, dann packen wir jetzt erstmal das Drachenei weg. Dann können wir noch das restliche Holz mitnehmen. Für das Portal.
Und dann sieht's doch gut aus. Und wir laufen hier so ein bisschen außenrum lang. Ich habe jetzt keine Lust auf Gebirge. Nicht, wenn wir so ein Drachenei einstecken haben. Sterben im Gebirge ist halt auch nicht so geil, ne? Eine Sterben in den Ebenen bei Todeskidos ist noch viel schlimmer, wir haben es erlebt. Ich glaube, da kriegen wir Gebirge schon noch eher gemanagt, aber trotzdem muss das nicht unbedingt sein. Und ich bin auch echt froh, dass wir mittlerweile so Schlagwaffen und so alles wieder ein bisschen nach oben bekommen haben. Das hatten wir dann auf der 65 Sprinten. Schlagwaffen 46, Spitzhacken 62. Das ist schon ganz geil. Muss ich jetzt nicht unbedingt wieder verlieren. Stein oder Kupfer? Stein? Auch massig viel. Mir auch mal markieren. Ah, wir werden schon wieder überrannt hier. Geht doch alle weg. Euer Fleisch hätte ich gern noch. Ist ja gut. Ist ja gut. Haben wir das Fleisch jetzt eingesammelt? Ein Fleisch habe ich einstecken. Eigentlich müssten es zwei sein. Wir sind wahrscheinlich voll. Stein, hier ist Fleisch. Nein, ich möchte das Fleisch. Ja, dann wirf den Stein dafür weg. Danke. Hätten wir schon wieder voll im Nahkampf mitnehmen können. Zurzeit läuft es irgendwie mit den Hirschen. Weiß auch nicht. Da hinten ist noch Glibber, aber wir haben ja genug. Also, wir packen das ganze Zeug jetzt erstmal in die Truhe. Dann nehmen wir noch ein bisschen Holz mit für das Portal. Machen zurück. Werden dann auf jeden Fall mal noch das restliche Silber aus dem Boden holen. Was war denn das? Das Skelett, hat das gerade irgendwas umgebracht? Oder war der das mit einem Stein? Bin mir nicht ganz sicher. Ja, dann können wir wieder hochmachen. Wir bauen das Portal auf jeden Fall. Holen das restliche Silber nach außen Boden. Dann haben wir definitiv genügend Silber und Glibber für den Torger Reißzahn. Also ich hoffe mal, dass das reicht. Definitiv war jetzt vielleicht das falsche Wort. Und ja, dann mal gucken. Den Wolfsumhang-Dings da. Wolfstrophäe brauchen wir noch. Dann wäre ich eigentlich happy. Obwohl ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob das mit den Tränken nicht vielleicht doch der bessere Weg ist. Weil der Wolfsumhang schützt zwar vor Erfrieren, aber ich glaube, wenn wir von so einem Drachen getroffen werden, dann werden wir so eingeeist. Und ich glaube, das davor schützt der Umhang, glaube ich, nicht. So, Gebirge, da haben wir es. Zack, Ei Nummer 2. Läuft bei uns, würde ich sagen. Dann machen wir mal noch ganz kurz hier Inventar leer. Wir haben noch ein bisschen, na, wir haben ohne Ende Fleisch, ne? Wir brauchen auch rohes Fleisch für was war denn das? Die Würste, ne? Genau. Müssen wir auch bald mal wieder was herstellen. Hier 17 Wolfspelze mittlerweile schon. Gebirge und hier packen wir die Drüse noch rein. So, das brauchten wir alles. Das Edelholz holen wir uns gleich wieder oben. Sollten wir noch schaffen, denke ich. Wir können noch zwei Augen wegpacken. So viel brauchen wir nicht, aber wir brauchen auf jeden Fall noch 10 Holz. Ne, da müssen wir hier vorne so ein Stack abbauen. Dann legen wir uns schnell aufs Öhrchen, dass wieder tagsüber ist. Was ist denn da hinten? Ein Berserker? Ich hätte mal Bock auf so einen richtigen Weitschuss. Ach, schade. Hätte klappen können. Ja, dann brauchen wir wirklich nur noch die Trophäe, ne? Aber wir haben halt noch nicht einen einzigen Wolf gesehen, der höheres Level hatte. Also ein Sternchen am Namen. Bin mal gespannt, ob das klappt. Ob wir den noch zeitnah finden. So, dann können wir hier nochmal 40 Stück wegschmeißen. Zack. Und dann passt das. Schnell aufs Ohr gelegt. Und die Tränke müssen wir noch mitnehmen. Und dann könnten wir eigentlich, obwohl bevor wir jetzt ins Gebirge starten, müssen wir nochmal neue Tränke produzieren.
dass wir nicht wieder eine ganze Folge drauf warten müssen. Dass endlich die Mets fertig sind. Das ist halt ein bisschen doof. Was brauchten wir dafür? Also ich werde es mir nie merken, tut mir leid, aber ich glaube, da geht es nicht nur mir so. Honigdistel Blutsack. Wir haben gar nicht mehr so viele Disteln. So, Honigdistel Blutsack haben wir. Und ein Auge, das heißt, wir müssen gleich wieder eins mitnehmen. Ja, 5 Disteln ist schon echt viel. Wir können gerade mal noch einmal herstellen, dann ist schon wieder Schluss. So, dann pack hier mal das Met rein. Ja, was mache ich denn? So, Blutsack, hier oben die Distel. Der Honig. So, dann haben wir halt 11 dabei, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir brauchen noch ein Auge und wir brauchen noch Tränke. 2 nehme ich mit, einen will ich halt wirklich immer als Reserve dalassen, falls wir sterben sollten. Wenn jetzt oben Neues brutzelt. Muss ja trotzdem nicht sein. So, und 1. Perfekt. Dann lasst uns wieder zurück. 9 Minütchen haben wir noch Zeit. Und ich hoffe mal, dass wir das schaffen. Komm schon. Jawohl. Es sind auch wirklich sehr, sehr viele Rehe unterwegs. Ich glaube, mit dem Update kam einfach mehr von allem. Also gefühlt mehr Trolle, mehr Tiere, Wildschweine, Rehe, Hirsche, alles was so da ist. Odin auf jeden Fall. Der ist ja mittlerweile gefühlt alle 3 Minuten da. So, jetzt lasst mal schauen. Wir hatten dort das Edelholz. Ich würde jetzt erstmal... Ja, wir laufen wieder so rum. Also ich muss sagen, die Knochenwanzfähigkeit ist schon ziemlich cool. Macht wirklich sehr, sehr viel Rüstung aus oder weniger Schaden effektiv. Zumindest kommt es mir stark so rüber, obwohl ja bei der Fähigkeit immer nur da steht Resistenz gegen Eis und obwohl war es Eis, ich weiß es nicht. Also gegen verschiedene Sachen. Ich muss mir das nochmal in Ruhe durchlesen, aber wir haben es auf jeden Fall gemerkt jetzt in den Kämpfen, dass das gut was gebracht hat. Das heißt natürlich in Zukunft auch für die Bosskämpfe können wir in aller Ruhe damit Knochenwanz durchgehen. So, wo sind wir denn? Edelholz war hier hinten. Hier hört das Gebirge dann. Obwohl, da könnte es noch weitergehen. Was war denn das? Ach komm. Nicht du jetzt. Aber ich finde es trotzdem krass, ne? Wir haben ja die ganzen Lebensmittel, die eigentlich 20 Minuten halten. Teilweise ja sogar das eine länger. Und trotzdem haben wir jetzt nur noch 77 Leben, weil die halt echt frühzeitig anfangen mit dem Blinken. Ich finde das schon ein bisschen krass. Also wenn das so die letzten 1-2 Minuten wären, okay, würde ich einsehen, aber es dann doch schon so früh, so vorzeitig anfängt nachzulassen. Eigentlich, oh nein, wir haben gar nichts mehr, verdammt. Super, jetzt rennen wir hier schön im Gebirge rum. Haben gar nichts mehr zu futtern dabei. So, jetzt lass mal gucken. Hier ist das Silber. Ich würde jetzt erstmal das Portal bauen mit euch. Deswegen müssen wir nochmal dahinter. Da ist die Hütte und ich glaube, dort war der Steingolem, ne? Nein, der läuft noch da rum. Müssen wir uns halt unbedingt... Oh, mit 73 Leben habe ich eigentlich gar keinen Bock, gegen den Golem zu kämpfen. Gucken, ob wir den schnell umrennen können. Irgendwo hier hinter dem Hügel war unser Edelholz. Ein schönes Edelholz, ne? Haben wir hier einfach stehen lassen. Kurz in der Kühlung, dann schmeckt es auch besser. So, hier war's. Bleib bitte weg, Golem. Hab echt keinen Bock auf dich. So, jetzt haben wir es. Perfekt. Würde ich sagen, wir bauen das jetzt einfach hier hin. Zack, und hier Portal. Zack, und wir hatten das Gebirge genannt, ne?
Und, jawohl, perfekt. Müssen wir uns gleich markieren. Das weg. Die Portale hatten doch genau hier. Zack, und Gebirge. So, läuft. Dann holen wir uns jetzt noch schnell das Silber, das sollten wir noch schaffen. Dann zack mit dem Portal zurück. Ich freue mich, dass das Portal endlich steht. Das spart uns wieder eine ganze Menge Zeit. Und jetzt erstmal hier an dem vorbei. Muss die Karte mal wieder ein Stück reinzoomen. So. Es sieht, auf der großen Karte sieht es halt so aus, als wäre man schon drauf. Ach ja, ich habe nochmal den Kommentar gelesen. Der Vergleich war seesternförmig mit drei Armen oder Mercedes-Stern. Fand ich sehr witzig. Ein Mercedes-Stern trifft's gut. Also das erste natürlich auch, aber ich fand es auf jeden Fall witzig, wie du es beschrieben hast. Oh no, oh no. Und kaum Ausdauer. Hast du einen Stern? Auch nicht. Ach, der, wenn das geklappt hätte. Jawohl. Er kommt irgendwie nicht hier runter und wir können ihn aber so hauen. Eigentlich perfekt. Nein, nicht so weit weg. Jawohl, wir haben eine Trophäe. Und damit das Herstellungsrezept. Obwohl der keinen Stern hatte? Ich dachte, das machen nur Tiere mit Stern. Okay, geil. Ey, dann haben wir alles geschafft, die Folge. Wir haben ein Portal gebaut. Wir holen gerade noch Silber. Und wir haben eine Wolfstrophäe. Ich freue mich sehr. Besser hätte es doch gar nicht laufen können. Hier kommt ja doch noch mehr. Perfekt. Läuft bei uns gerade. Also 20 Silber brauchten wir für den Dwarger Reißzahn. Bin mir nicht mehr sicher, wie viel wir noch haben. Ich glaube aber mehr als 2-3 Silber dürfte es eigentlich nicht sein. Dass wir noch irgendwo in Kisten rumlungern haben. Mal gucken. Nö. Vor allem nicht mit 60 Leben. Wir haben halt echt auch gar nichts, was wir irgendwie futtern können. Oh Gott, das ist gerade echt schlecht. Wie kam denn der jetzt hier hoch, bitte? Wie lange hat der gebraucht, um hierher zu kommen? Dann müssen wir jetzt erstmal schnell mit dem Portal zurück, weil ganz ehrlich, mit 58 Leben und dem Ausdauerbalken da unten, diesem kleinen Furz. Nee, da macht der... Ach nein! Bitte greift das Portal jetzt nicht so krass an. Das wäre echt freundlich von euch, sonst müssen wir doch wieder ein neues bauen. Macht das ja eigentlich nicht so gerne im Kampf, ins Portal flüchten. Aber jetzt ging es gerade leider nicht anders. Naja, gut, dann hauen wir jetzt das restliche Silber noch hier rein. Nicht hier die andere Seite. Wie viel waren es jetzt? Ganze 9 Stück. Dann machen wir hier 6. Verdammt, ich wollte 5 und 4 machen. Naja. 3 Stück. Hier haben wir 6 Kohle. Hier auch. Das heißt, wir müssen nochmal Kohle nachschmeißen. Also 9 Silber haben wir mitgebracht. 4 Silber haben wir noch. Das heißt, wir sind bei ganzen 13. Müssen mal gucken, was der Umhang kostet. Jetzt lass mich mal kurz schauen, was wollte ich denn? Kohle wollte ich. Stein kann hier mit rein. Aber dann gibt eine so eine Silberader anscheinend doch relativ viel raus, weil wir haben ja gesehen, es wird auch immer mehr nach unten hin. So was heißt immer mehr, aber es kommt auf jeden Fall noch was. Aber es war bisher ja... Ah, wir haben die Wünschelrute gar nicht aktiv. Wie ist denn das passiert? Es war, glaube ich, bisher im Gebirge. Jetzt weiß ich es nicht von der heutigen Folge, weil die Wünschelrute deaktiviert war. Aber ansonsten in den letzten Folgen hat es nicht nochmal irgendwo Bing gemacht, außer im Sumpf, ne? Dann lasst uns mal ganz fix nachgucken, was der Umhang kostet. Wolfsfellumhang. 4 Silber, perfekt, können wir uns leisten. Und 6 Wolfspelz, dann machen wir uns den gleich noch. Der wird ja bestimmt dann noch ein bisschen mehr Rüstung haben als hier das Trolllederding, weil das hat ja bloß eine Rüstung von 1. So, was habe ich gesagt? 4 Silber habe ich gesagt. Und 6 Wolfsfell war's. Mit Wolfsfell können wir uns ja eh schon fast bewerfen. Zack, Trophäe haben wir noch einstecken, passt.
wackelt und hat Luft. Nee, irgendwas fehlt noch. Es fehlt die Werkbank und nicht die Schmiede. So. Wolfsfellumhang und hat auch Rüstung nur von 1. Verdammt. Also haben die Umhänge anscheinend wirklich nur immer hier unten dieses Teil. Also haben immer nur den Spezialeffekt und bringen rüstungstechnisch nicht viel. Bam. Aber sieht schon mal... Oh, geil. Sogar mit kleinen... Also eigentlich nicht so geil. Armer Wolf. Aber das sieht schon mal um einiges aggressiver aus. Weiß nicht, ich könnte mit sowas nicht rumrennen, wenn ich die ganze Zeit den Wolfskopf neben mir habe. Aber gut, ist halt auch eine andere Zeit hier, ne? So, du könntest was zu essen vertragen. Nö. Folge ist gleich oder Folge ist schon zu Ende. Wir machen an der Stelle erstmal Schluss. Ey, wir haben alles geschafft, was wir wollten. Also, was ich auf jeden Fall wollte. Keine Ahnung, was ihr wolltet. Ich freue mich sehr. Wolfsumhang ist am Start. Wir holen jetzt noch das restliche Silber, dass wir uns den Torger Reißzahn herstellen können. Und vielleicht finden wir sogar zeitnah noch das dritte Drachenei. Dann könnte es schon fast zum Boss gehen. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Macht's gut.